Liebe Gäste, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel HSC 2000 Coburg gegen Bietigheim. Endstand 27:25. Ich begrüße die beiden Trainer Ika Romero und Brian Ankersen. Ika, an dich die erste Frage. Wie hast du das Spiel hier in Coburg erlebt? Deine Einschätzung zum Spiel heute. Deine Einschätzung zum Spiel. Okay. Hallo, guten Abend. Erst einmal Glückwunsch für Coburg und Brian für den Sieg. Okay. Ich denke, wir haben das Spiel kontrollieren, ich denke 40 Minuten ungefähr. Ich denke, es war ein Ergebnis plus 3 in einem Moment. Und am Ende haben wir diese Chance verloren. Das kann auch passieren in diesem Sport. Diese 2-3-0 kommt oft vor uns, gegen uns. Aber in diesem Moment, das vor plus 3, das Unentschieden, wir haben nicht, und das ist nicht das erste Mal, das passiert vor uns. Dass wir machen fünf runter und dann ist wie das Wasser. Das ist, denke ich, war unser größeres Problem in diesem Moment. Wie ich habe gesagt, nicht weil wir waren knapp, dann in diesem Moment, das haben wir diese 2-3-0 gekriegt. Dann war, wie ich habe gesagt, nicht das erste Mal das Spiel konzentrieren und dann haben wir verloren. Dankeschön, Ika Romero. Brian, an dich die gleiche Frage natürlich. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Also letztendlich glaube ich, das war ein typisches Handballspiel, wo wir das Glück haben, das zu drehen. Sah schwierig aus, wo wir mit 3 Tore hinten liegen und Unterzahl sind, aber dann meldet sich Kulanek rein ins Spiel und wir klauen ein paar Bälle und drehen dann das Spiel nochmal und machen es dann auf plus 1, plus 2. Ja, letztendlich bin ich sehr stolz, dass wir so einen Kampf gezeigt haben, natürlich in dieser Verfassung, die wir im Moment sind, war das natürlich super, super wichtig, dass wir das Spiel heute gewonnen haben. Das gibt Selbstvertrauen und natürlich auch Glauben in das neue Konzept. Und ja, das war extrem, extrem wichtig, dass wir heute die 2 Punkte hier geblieben sind. Und da sage ich Dankeschön an euch beide, wünsche euch natürlich einen guten Heimweg, eine gute Restsaison. Wir hören uns hier dann zum nächsten Heimspiel am 27.11. wieder hier in der Coburg Arena. Dankeschön und allen einen schönen Abend.